mal auf die Kacke hauen, mal brüllen, mal schreien, mal rülpsen, mal furzen. Das ist cool. Redest du sexistische Kackscheiße? Haben wir ein Problem damit? Ich bin kein dummer Otto. Wenn du eine Frau so richtig durchbummst. Ihr hasst Männer. Ich liebe Männer. Oh fuck, ich hab auf das Mikro. Nein, ich liebe Männer. Also ich finde Männer ganz toll. Ich finde ihn ganz super. Also ich hasse keine Männer. Ich finde Männer toll und ich finde Frauen toll. Und Feminismus hat nichts mit Männerhass zu tun. Manchmal hasse ich Männer, ja. Manchmal sind Männer blöd und manchmal sind Männer gemein und tun mir weh und tun meinen Friends weh und sagen verletzende Dinge und verhalten sich in ihren Geschlechterrollen ziemlich, ziemlich fies. Feminismus bedeutet nicht, sich über den Mann zu stellen. Das ist auch so ein Mega-Vorurteil, ne? Dass irgendwie alle Feministinnen Männerhasser sind. Voll! Warum? Aber also es geht ja gar nicht darum, Männer zu hassen, sondern darum, Frauen zu unterstützen und alle auf eine gleiche Basis zu bringen und da dann anzufangen. Können auch Jungs Feministen sein? Ja. Ja, natürlich. Ich habe ganz viele coole Typen in meinem Umfeld, die profeministisch sind und die mich auch die mich und viele andere Leute in ihren Kämpfen irgendwie unterstützen. Nein. Ihr seid doch alle weiße Frauen aus der Mittelschicht. Die feministische Szene in Deutschland ist ziemlich weiß, leider. Oder viele schwarze Frauen werden überhört. Das ist richtig, richtig kacke. Also ich kenne sehr viele Mädels, die halt nicht weiß sind, die nicht aus der Mittelschicht kommen, die aus allen sozialen Schichten kommen, alle Hautfarben, alle Religionen auch, also auch feministische Muslimas, also alles. Ihr seid frustrierte Zicken. Ah! Ja, ich bin mir gar nicht. Wie frustriert bist du so? Wenn ich mit jemandem diskutieren muss, der auf meine Argumente gar nicht eingeht, sondern einfach nur aus Prinzip anti ist, ist das frustrierend. Aber ich bin generell kein sehr frustrierter Mensch. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Nein! Warum? Also nur weil ich mich dafür einsetze, dass irgendwie es vielen Menschen gut geht und dass irgendwie Leute freier leben können, bin ich weder frustriert noch zickig und Okay, lassen wir das. Ihr müsst einfach nur mal richtig durchgebumst werden. Stell dir das mal bildlich vor, also wenn du eine Frau so richtig durchbumst und dann fällt es ihr wie Schuppen vor den Augen, so, oh mein Gott, was habe ich die letzten 20 Jahre gedacht? Durchge was? Durchgebumst. Ach, durchgebumst, ja. Ja, klar. Da habe ich schon immer drauf gewartet. Ja, ja, und dann wird es auch ein bisschen lockerer. Also ich kann sehr harten, sehr guten Sex haben und trotzdem immer noch krasse Feministin sein. 5 Orgasmen und dann ist auf einmal alles wieder, dann denke ich, ha, Schürze an, ab hinterm Herd und für meinen Mann Kartoffeln kochen. Ja. Wer weiß, vielleicht heilt das ja den Feminismus. Also wenn du einmal so richtig schön durchgehst. Spoilerwarnung, das funktioniert nicht. Schade. Ihr habt alle lange Achselhaare. Ich zeige meine jetzt nicht, weil sind tatsächlich lang. Ja, nein, keine Ahnung. Wer sind diese alle? Ja. Nee, eigentlich nicht. Und selbst wenn, das wäre auch okay. Ja. Außerdem, wenn alle Leute, die lange Achselhaare haben, Feministen wären, wären ja so gut wie alle Männer, die ich kenne, Feministen. Und dem ist nicht so. Ja. Was ist euer Tipp für Männer, die sich richtig verhalten wollen? Mal die Klappe halten, nicht in jeder Diskussion das letzte Wort haben wollen, nicht immer am lautesten brüllen. Auch mal andere Leute laut brüllen lassen. Wie soll sich ein Mann verhalten, so wie sich eine Frau verhalten soll, so wie man sich halt verhält. Und voll wichtig, seine Kumpels mal darauf aufmerksam machen, wenn sie was Sexistisches sagen. Ja. Also wenn, keine Ahnung, deine Kumpels irgendwie sexistisch über irgendwen herziehen, einfach mal sagen so, ey Jungs, das geht nicht klar. Ja. Weil ich glaube, das bewirkt mehr, als wenn das irgendein Feministen... Girl, ja, einfach mal den Mund aufmachen. Also ja. Wenn man was mitbekommt, dass irgendwie was blöd läuft oder so, einfach mal sagen, ey, das ist nicht cool. Ja. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.